Was geht ab, Freunde? Ich war das ganze Wochenende feiern und deswegen bin ich voll am Trippen auf 20 Aspirin-Tabletten. Aber egal, ich hoffe, euch geht's gut und wir starten rein in das Video. Okay, das hier ist mit Abstand der ehrenloseste Prank, den ich jemals gesehen habe. Sein Vater ist einfach ganz entspannt am Schlafen und träumt wahrscheinlich gerade von einer schönen Landschaft und süßen Tieren, die dort herumspringen. Holy shit! Das Video war auch direkt danach vorbei, weil sein Vater entweder einen Herzinfarkt bekommen hat oder seinen Sohn sowas von zusammengeschlagen hat. Hätte ich sowas bei meinem Vater gemacht, hätte er mich wahrscheinlich enterbt und zur Adoption freigegeben. Pool party at my house. Bring the bitches. Das sieht nicht wirklich aus wie eine Poolparty, eher wie ein Rohrbruch und eine komplette Überflutung. Und anstatt ich Bitches mit dorthin bringe, nehme ich mal lieber das Flextape mit. Das ist das Einzige, was den Bruder noch retten könnte. Many friends like to play with their phones before going to bed. Do not want to sleep. Ich bin auch einer von diesen Leuten. Ich chill locker immer so 1 bis 2 Stunden im Bett mit dem Handy und scroll irgendwo sinnlos rum und sehe sinnlose Scheiße um 3 Uhr nachts, die ich eigentlich gar nicht sehen will. Wie zum Beispiel das hier. Und wegen sowas geht dann immer wichtige Zeit zum Schlafen einfach flöten. Aber zum Glück gibt's hier den ultimativen Tipp, damit man nicht mehr so lange am Handy chillt, wenn man eigentlich schlafen will. So. I invented this fast sleep phone case. The design is very human. Let my good friend demonstrate. We just need to set the bedtime. When the time is up, it will let us fall asleep immediately. Very easy to use. Also ich glaube, es erfüllt seinen Zweck. Wie wär's, wenn das einfach mal jemand von euch testet und mir dann auf meinem Instagram eine Bewertung dazu schreibt, ob es geklappt hat. Vielleicht auch mit Video. Hier ist mein Insta und viel Glück beim Ausprobieren. Er ist 1,90, ich 1,58 und ich zeige euch jetzt unsere Kleidung im Vergleich. Jeans finde ich nicht mal so einen krassen Unterschied, weil es von der Länge her fast gleich ist. Dagegen das T-Shirt aufeinander krank. Hier haben wir 2 Sporthosen, ja, sieht man auch, Shorts über Shorts. Und jetzt, Leute, kommt mein Lieblingsvergleich. Shorts im Vergleich mit seiner Unterhose. Seine Unterhose ist einfach größer. Schaut mal, Leute, es gibt so 2 Arten von Kommentaren. Ha, süß, Junge. Wie süß. Weinender Emoji. Junge, T-Shirt, zu süß. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Hab mich lange nicht mehr so Single gefühlt. Und dann gibt's noch die wirklich wichtigen Kommentare. Das Meme mit dem Zug und dem Tunnel. Tunnel und... ach, egal. Wer hat das Video mit dem Zug und Tunnel gesehen? Wir denken, glaube ich, alle das Gleiche. Und ich habe das Video mit dem Zug und den Tunnel gesehen. What the hell? Oh my God. Gottlos. Wirklich gottlos. Where's your vanilla? I wanted chocolate. Oh, okay. Bro, der Kundenservice und schnelle Abwicklung von Problemen wurde hier wirklich zu ernst genommen. Warum redet keiner über die Verschwendung? Hä? Überall gibt es diese Leute. Das Video hat mich unterhalten, okay? Also ist mir die Verschwendung scheißegal, Junge. Außerdem würde ich das noch essen, also es war ja nicht auf dem Boden. Würde dieses Mädchen jetzt hierher zu mir kommen, ich würde es noch ablecken, for real. Das ist wirklich gottlos. Die arme Gans, Bro. Denkt ihr, es gibt auch unter Gänsen Mobbing? Also, dass wenn diese Gans wieder zurück in die Truppe kommt, die ausgelacht und beleidigt wird? Ich glaube schon. Denn wie wir alle wissen, sind Gänse böse, teuflische Tiere und regieren insgeheim die gesamte Welt. Leute, ich war meine Haare machen lassen. 700 Euro hat der Spaß gekostet. 700. Euch mal bitte, wie das von hinten aussieht.
700 Euro? Okay, also erstmal, es sieht wirklich reingeschissen aus, okay? Der Friseur hat verkackt. Wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre und die 700 Euro Rechnung bekommen hätte, ich wäre weggerannt. Direkt im Vollsprint. Und selbst wenn der Friseur nicht verkackt hätte und die Haare 10 von 10 danach aussehen würden, wer zahlt 700 Euro? Für was? Was sind 700 Euro an diesen Haaren wert? Das sind 70 Gramm. Das ist 70 mal Spaß mit Freunden. Original. Mädchen sehen vorher so aus und danach so. Und bezahlen dann 700 Euro. Währenddessen gehen Jungs so zum Friseur, kommen so wieder raus, bekommen noch Gesichtsmassage, alles drum und dran und bezahlen dann nur 15 Euro. Hast du eine Junau, einen Griech... Was? Hast du im Junau ein Gerichtsstream? Was? Besoffen mal oder was? Ja, bist du besoffen oder was? Lieber Drache, ich glaube, du bist der Besoffene hier gerade. Barcelona? Kennt ihr diese hübschen Jungs aus Hollywood-Filmen, die immer so einen Weizenhalm im Mund haben? Manche sehen damit so geil aus, ich würde sogar schwul für sie werden. Naja, wie auch immer. Die Jungs hier haben den Sch** auf ein ganz neues Level gehoben. Der Bray am Ende ist einfach Lama geworden. Guten Appetit. What's up, man? Junge! Ich muss die Begrüßung auf jeden Fall mal ausprobieren mit einem von meinen Freunden. 50-50 Chance, dass er sie feiert oder er danach nicht mal mit mir befreundet ist und mich anzeigt wegen sexueller Belästigung. Wenn deine Freundin wieder ihre 5 Minuten mit dem Baby hat. Ich bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Das ist Papa Wutz. Und das ist Bibi Ahrens. Guck, guck. Da. Bro, ich glaube, das Baby hat danach eine lebenslange Psychose. Okay, was schaue ich mir hier gerade an? Bro, chill! Du sollst einfach nur ihr Handy wiederholen und nicht dabei 20 Menschen in den Tod stürzen. Und liebes YouTube-Team, diese Menschen sehen vielleicht so aus, als würden sie gerade ertrinken, aber dies ist natürlich nur ein Spaß. Die haben dort gerade sehr viel Spaß miteinander und planschen schön. Ja, ja. Ja, ja, alles gut, wirklich. Er hat sich einfach am Ende wegteleportiert. Die schnappen sich jetzt einfach sein Mädchen, was dort noch sitzt, und sie muss dafür bezahlen. Und das alles nur, weil sie ihr Handy verloren hat. Ja, super. Gut, Freunde, das war's mit diesem Video. Und wenn ihr nicht so enden wollt, dann liked jetzt besser das Video. Wir sehen uns morgen. Ciao, ciao.